Sie sind Russen oder haben eine Beziehung zu Russland und sie sind gegen den Krieg, den Russland gerade in der Ukraine führt. In Düsseldorf sind zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die rote Karte zu zeigen und ein Zeichen für den Frieden zu setzen. In meinen sozialen Netzwerken, so wie zum Beispiel in Instagram, bin ich ziemlich aktiv. Ich äußere meine Meinung frei und das sage ich, was ich über den Krieg denke und fühle. Und mit dieser Meinung darf man nicht mehr nach Russland. Ja. Aber ich habe keine Angst. Wir unterstützen dieses Putin nicht und dieses Angriffskrieg ist total unfassbar für uns. Und ich persönlich habe viele Freunde in der Ukraine und sie setzen jetzt unter den Bomben. Wie kann ich das unterstützen? Wir haben viele Familien, wo deine Mutter kommt aus der Ukraine, dein Vater kommt aus Russland. Ich kann nicht mich vorstellen, dass es einen Krieg gibt. Und mein Vater hat zum Beispiel Kontakt zu seinem Cousin abgebrochen, weil er auch war früher in der Armee und er ist auch pro Krieg. Meine Eltern sind dagegen und dann ist es die einzige Möglichkeit, das mit den Menschen nicht zu reden, das bringt nichts. Ich habe versucht zu argumentieren und die Menschen sind einfach nur blind. Aber natürlich, wie gesagt, das Propaganda in Russland ist so stark, dass die Menschen nur den Medien da glauben. Die Demonstranten forderten auch schärfere Sanktionen gegen Russland. Unter anderem einen Importstopp für russisches Öl und Gas. Aufgerufen zu der Demonstration hatte der Verein Freies Russland NRW.